Freund. Wir suchen, wie auch immer, ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Frisch gestärktes hat gewonnen. Also die Hälfte vom Nachmittag haben wir auch schon fast hinter uns. Und der Johannes Stampf mit einem auch sehr interessanten Vortrag. Und bevor ich viel erzähle, Johannes, möchte ich gleich fragen, zu beginnen. Okay. Ja, danke schön. Die ganze Zusammenstellung, ich glaube, wenn wir die Inhalte abgesprochen hätten, könnten sie nicht besser zueinander passen. Und auch, dass der Vortrag jetzt nach dem Mittagessen kommt. Der Josef Hundacker hat von Bildern gesprochen und Josef Misseton hat gesprochen von Visionen und davon, dass wir eh nur 15% intellektuell entscheiden oder bewusst entscheiden. Das ist ganz gut, wenn das Blut jetzt im Bauch ist, weil das Bauchgefühl braucht man jetzt viel mehr wie den Intellekt. Das Thema wurde mir vorgegeben. Und ich finde das immer spannend, wenn jemand ein Thema vorgibt. Ja? Letztendlich weiß ich gar nicht, wer mir das jetzt vorgegeben hat. Ich habe mir ein anderes vorgegeben, auch schon gehabt. Und dann fand ich das immer dran. So. Ja, ich bin gebeten worden, hier einige zentrale Punkte zum Thema Familie zu sagen. Aus der Sicht der Vereinigungsphilosophie. Das heißt, woher kommt Familie überhaupt? Was ist Familie? Woher kommt es? Und wir haben heute schon von Polaritäten gehört, wir haben gehört von Partnerschaften. Ja. Und in Wirklichkeit kann ich, ohne dass ich meine Wurzeln erforsche, gar nicht wissen, wo ich herkomme. Und der Mensch, das ist einer der Punkte, wo das sehr vom Tier unterscheidet ist, der Mensch möchte seine Wurzeln finden. Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Jetzt gibt es natürlich physische Wurzeln, ja, die Naturwissenschaftler, die suchen den Ursprung des Menschen in der Erde durch Ausgrabungen. Dort ist zwar vom physischen, das was von den physischen Resten übrig geblieben ist, aber das Geistige ist dort nicht zu finden. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir nicht nur Wissenschaft, wir brauchen auch Religion. Einer der großen Unterschiede mit Wissenschaft und Religion ist, beide suchen nach Wahrheit, das haben sie gemeinsam, aber der große Unterschied sind der Ansatz und die Methode. Der wissenschaftliche Ansatz ist, wenn man heute ein Wissenschaftler werden will, was muss man als allererstes machen? Man muss studieren, oder? Das heißt, was studieren wir? Wir studieren, was vorher Wissenschaftler schon irgendwie zusammengestellt und systematisiert haben. Was ist die wissenschaftliche Methode? Wissenschaftliche Methode ist Systematik, Logik, Mathematik, oder? Das muss alles passen, der wissenschaftliche Beweis. Wie arbeitet Religion? Innere Erfahrung. Spirituelle Erfahrung. Spirituelle Erfahrung. Religionen gehen in aller Regel von Offenbarungen aus. Die 10 Gebote, das waren kein Resultat wissenschaftlicher Forschung, sondern das wird dann einfach hingesetzt. Und was ist die religiöse Methode? Ist das auch Systematik? Und das auch? Religiöse Methode ist am Beten, am Fasten. Werke der nächsten Liebe, oder? Sind das wissenschaftliche Methoden? Nicht ganz. Wir haben heute schon einiges von Partnerschaft gehört. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ganz vorn irgendwie zu beginnen, die Vereinigungsphilosophie macht diese Dinge, dann muss ich mir die Frage stellen, ganz einfach einmal, wer bin ich? Und in dieser Frage stecken mehrere Fragen drinnen. Da steckt einmal die Frage der Entität drin. Das kommt aus dem lateinischen Entitas und heißt das Sein. Also wer bin ich jetzt sozusagen als ich? Die andere Frage, die ich mir stellen muss, ist, was ist meine Identität, oder? Die
das ist eine ganz andere Fragestellung. Da bin nicht ich nur im Mittelpunkt, sondern Identität kommt aus dem lateinischen Wort, was das wäre? Idem. Und das heißt das Gleiche. Das heißt, da ist einmal die Frage drinnen, mit wem bin ich gleich? Beziehungsweise was ist mit mir gleich? Und ich möchte hier einen Einstieg hier wählen. Es ist ein religiöser Einstieg, aber ich glaube, dass die Wissenschaft damit auch etwas anfangen kann. Hallo. Die Wissenschaft auch damit auch nichts anfangen kann. Da gibt es, und wir haben heute schon von Schriften gehört, dass es wichtig ist, Schriften zu studieren, auch die Bibel. Ganz auf der ersten Seite der Bibel gibt es ein wahnsinnig interessantes Zitat. Das ist der 27. Vers in der Bibel überhaupt. Da steht drinnen, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er es. Das bedeutet einmal schon von vornherein wahnsinnig viele Dinge. Erstens einmal, dass wir Menschen ein Geschöpf sind. Wenn wir uns überlegen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist in dem Sinn dann eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Oder Geschöpf und Schöpfer, oder? Was hat ein Geschöpf, wenn man die Tasse hernimmt, oder den Tisch, oder das Pult, oder den Computer, dass es nicht von seinem Schöpfer hat? Hat es irgendwas, was es nicht von seinem Schöpfer hat? Überhaupt nichts, ja? Das ist die Art der Tischplatte, die Farbe, die Art der Tischbeine, das ganze Design, hat dieser Tisch von seinem Designer, von seinem Schöpfer, oder? Oder Stuhl kann das sein, oder was der Computer genauso. Was irgendjemand da hineinprogrammiert hat, auch die Programme sind so, das ist drinnen, was niemand hineinprogrammiert hat, ist es nicht drinnen. Hier sagt es, dass der Mensch das Abbild oder Ebenbild Gottes ist. Das zweite, was das aussagt, ist, hier der zweite Satz, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, der Mann alleine ist gar nicht das wirkliche Ebenbild Gottes, oder? Zwei Männer auch nicht. Und 25 auch nicht. Also diese Aussage hier, die ist Wahnsinn. Ja? Sondern brauchen Mann und Frau einander? Wozu? Abbild zu sein. Um Abbild Gottes zu sein. Das heißt, Gott kann mit mir allein gar nicht so viel anfangen. Ich bin ja noch gar kein Bild Gottes. Auf das Ziel kommen wir irgendwie hin. Das hat wahnsinnig wichtige Folgen auch für das Grundkonzept von Familie. Was ist das überhaupt? Ja? Als Mann und Frau schuf er sie. Kann ich einen Mann definieren ohne Frau? Also ich bin verheiratet, viele hier sind auch verheiratet. Wer bringt meine Männlichkeit zur Hochblüte? Eine Frau. Ein anderer Mann? Die Kinder? Der Beruf? Eine Frau. Und ich glaube, hier liegt das Wesen der Partnerschaft. Das Allerwesentlichste ist, und das ist meiner Meinung nach überhaupt sogar das Ziel des Lebens, dass Männer und Frauen sich wechselseitig zu wirklichen Männern und Frauen machen. Ich kann meine Männlichkeit als Mann alleine gar nicht verstehen und auch nicht erleben. Ich kann meine Männlichkeit erst mit meiner Frau erleben. Und umgekehrt. Und aus diesem einfachen Satz, da steht schon wahnsinnig viel drinnen. Es steht noch etwas drinnen. Die Konsequenz ist, Gott ist nicht das, was wir uns vorstellen, sondern wir sind das, was Gott sich vorgestellt. Das ist ein großer Unterschied. Menschen wissen, dass sie Götter brauchen. Ja? Ein deutscher Schriftsteller hat einmal gesagt, wo keine Götter sind, dort herrschen Geister. Und das ist so. Wenn man sich heute die Welt anschaut, was ist Gender? Da herrschen irgendwelche böse Geister, weil keine Ausrichtung da ist auf irgendwelche Götter, auf ein Fixum.
Und sogar die alten Kulturen, Freigeist, ja. Und sogar die alten Kulturen, wenn sie keine Götter gehabt haben, was haben sie dann gemacht? Was haben sie wirklich gemacht? So, das ist eine wichtige, eine wichtige Grundlage. Und dieser Offenbarung gemäß besitzt auch Gott einen männlichen und einen weiblichen Aspekt, weil Mann und Frau miteinander von Gott kommen. Und das ist zwar in Gott eins, aber hier ist es immer geteilt. Warum hat Gott alles geteilt in Paare? Gott hat nicht, in der Schöpfung gibt es nicht immer Gegnerpaare, sondern es gibt immer Partnerpaare. Die Tatsache, dass Wasser existiert, ist, weil zwei Wasserstoffteilchen, H2O und ein Sauerstoffteilchen, eine Paarbeziehung eingehen, oder? Und alle diese Dinge sind in Paarbeziehungen da. Warum? Was sind Paarbeziehungen? Mit meinem Partner kann ich Dinge machen, die ich alleine nicht machen kann, oder? Das heißt, das ist die wechselseitige Aufwertung, geschieht nur durch Paare. Und die machen heute, diese Emanzenbewegung, die möchte heute die Frauenquote überall einführen. Was erreichen sie damit? Damit wird der Kampf zwischen Mann und Frau nur in alle Ebenen hineingetragen, oder? Was brauchen die überall? Die brauchen nicht Männer und Frauen, die sich gegeneinander bekämpfen. Übrigens, in Deutschland hat man jetzt eine Studie gemacht, wenn man geglaubt hat, dass dort in den Betrieben, wo die Frauen Chefinnen sind, dass die Betriebe besser laufen, dass die erfolgreicher sind und so was. Schmarrn. Die sind total durchgefallen, total durchgefallen. Gestern habe ich, in irgendeiner Zeitung habe ich das gestern gelesen. Wir haben zuerst schon gehört, Menschen sind Beziehungswesen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wir sind Beziehungswesen. Weil wir Partner brauchen. Selbst für sogar für unsere Selbstfindung brauchen wir Partner, oder? Ich kann mich isoliert alleine gar nicht finden. Das Thema möchte ich eingehen. Ganz kurz gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer ist, dann ist Gott einmal ein Schöpfergott. Was für ein Gott ist Gott? Aber ein Schöpfergott drückt sich selbst in seiner Schöpfung aus. Ja? Ein Künstler kann nicht irgendetwas ausdrücken, was nicht in ihm selber ist, oder? Möchte er auch nicht, sondern er möchte das ausdrücken, was er selber ist. Und wenn wir das Abbild sind oder Ebenbild sind, dann sind wir auch der Ausdruck Gottes. Das heißt aber auch, dass ein Künstler in seinem Kunstwerk sein Wesen preisgibt. Wir haben einen Vortrag heute, ja, hat man schon gehört, also jeder Vortragende gibt irgendwie auch sein Wesen preis. Das zweite ist, wenn Mann und Frau jetzt Ebenbild Gottes sind oder Abbild Gottes sind, Mann und Frau sind Persönlichkeiten, oder? Ja. Jeder ist eine Persönlichkeit. Was macht eine Persönlichkeit aus? Ein Charakter. Ein Charakter? Kann man einer Persönlichkeit Freude bereiten? Mhm. Natürlich. Ja. Und dieser Stein wäre, oder wenn Gott nur eine Kraft wäre, dann könnte ihm keine Freude bereiten. Dann könnte ihm auch kein Leid zufügen. Aber wir sehen, dass Gott alles mit Charakter geschaffen hat. Gänseblümchen haben einen ganz bestimmten Charakter. Hasen und Rehe und Meerschweinchen haben einen ganz bestimmten Charakter. Und jeder Mensch hat auch eine bestimmte Persönlichkeit, eine bestimmte Personalität. Und von daher können wir jetzt sagen, okay, dann muss Gott auch ein persönlicher Gott sein. Ein Gott, der denkt, der plant, der fühlt, der Ziele verfolgt, oder? Und nicht nur das. Was können Mann und Frau miteinander werden? Was ist das Höchste, das sie werden können miteinander? Und auch in der Kirche wird immer gesagt, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Was heißt das? Das heißt, Gott ist Eltern. Gott ist Eltern. Was ist das Wesentliche hier? Eltern lieben ihre Kinder, oder? Und auf den Punkt möchte ich heute noch ein bisschen mehr eingehen, auf Liebe. Das heißt, da der Mensch Gottes Ebenbild ist, bilden Gott und Mensch die beiden Partnerpole eines gemeinsamen Ganzen.
Und ich kann in Wirklichkeit den Menschen ohne Gott nicht erklären, oder? Ich kann aber auch Gott ohne den Menschen nicht erklären, beziehungsweise ohne die Schöpfung nicht erklären. Kann ich einen Beethoven erklären, ohne seine Werke mit einzubeziehen? Ja. Nein. Kann ich nicht. Ja? Und ich kann auch die Werke von Beethoven ohne den Beethoven nicht erklären. Stellen wir uns vor, angenommen, morgen in der Früh findet irgendjemand auf einem Dachboden irgendein Fragment, aus dem eindeutig hervorgeht, dass das der Beethoven irgendwann als 15-Jähriger geschrieben hat, irgendein Musikstück. Was wäre das? Wäre das ein echter Beethoven oder nicht? Das wäre ein echter Beethoven. Ja, das kann sonst nichts sein. Jetzt ist die große Frage, wer ist Gott? Viele Leute sagen, Gott ist irgendeine Urkraft. Aber wenn er Urkraft ist, dann ist er keine Persönlichkeit und dann ist er auch nicht älter, oder? Was ist das Gemeinsame, was ist das Hauptthema, das sich überall durch Gott und durch Eltern und durch die Schöpfung hindurchzieht? Und wir sehen, viele Leute sagen dann auch, Gott ist Liebe. Was war vor dem Urknall? Ja? Dass der Urknall durch Zufall entstanden ist, aus einem totalen Nichts heraus, das ist für mich nicht logisch. Was kann aus einem totalen Nichts entstehen? Nichts. Auch im günstigsten Fall kann nur nichts entstehen, oder? Das geht gar nicht anders. Ja? So, wenn wir davon ausgehen, dass Gott Liebe ist, dann hat Gott jetzt natürlich auch seine gesamte Schöpfung woraus gemacht? Aus Liebe. Aus Liebe. Wir müssen dann erklären, was das ist. Ja. Gott schuf aus Liebe, mit Liebe und dann auch für die Liebe. Was heißt das, dass Gott aus Liebe schuf? Gott hat am Anfang, wenn Gott Liebe ist und sonst nichts da ist, dann muss natürlich auch eine Kraft da sein, eine Urkraft da sein. Ja? Liebe, das allerwesentlichste Merkmal von Liebe ist, dass Liebe einen Partner braucht, oder? Mhm. Sonst ist eine Liebe, die sich selber im Kreis dreht. Die kann sich aber auch nicht entwickeln. Und deswegen hat Gott Partner geschaffen. Er hat aus Liebe geschaffen. Das heißt, der Urstoff, Motiv, Zweck, Ziel und das Ziel aller Geschöpfe ist aus Liebe gemacht. Und das wird jetzt nämlich wichtig, wenn wir Familie erklären wollen. Womit hat Gott geschaffen? Was für Bausteine hat er zur Verfügung gehabt? Beton, Ziegelsteine, Holz, hat er zur Verfügung gehabt? Liebe hat er zur Verfügung gehabt. Ja. Und wofür hat er geschaffen? Er hat für die Liebe geschaffen. Ja? Das heißt, alle seine Geschöpfe sind für die Liebe geschaffen. Die sind nicht geschaffen für den Krieg, die sind nicht geschaffen für den Konflikt, sondern für die wechselseitige Ergänzung und Aufwertung. Durch diese Ergänzung, das sagt ja das Wort schon, Ergänzung ist irgendetwas, was mich ganz macht, oder? Ergänzen kommt von ganz. Was mich zum Ganzen macht. Das heißt, alle Beziehungen unter allen Geschöpfen sollten Liebesbeziehungen sein, auf der einen Seite. Und das zweite ist, Liebe ist der Motor für Kreativität und Vermehrung. Nicht Egoismus, nicht Konkurrenzkrampf, sondern Liebe sollte der Motor. Wir wissen, dass ein Sündenfall passiert ist, dass man sich von diesen Dingen getrennt hat und dass man vieles bewertet hat. Das heißt, der erste kurze Schluss ist, Liebe bedeutet beiderseitige Aufwertung der Partnerpole durch ein Leben zum Wohle des anderen. Wenn ein Ehepaar sich liebt, wie macht sie das? Eigentlich sollte ich für den anderen leben. Wenn der andere auch für mich lebt, dann passt. Dieses Leben zum Wohle des anderen, da ist die Nächstenliebe drinnen, da sind alle diese Dinge drinnen. Ja. Und das nächste ist,
indem wir Menschenliebe praktizieren. Und das ist jetzt auch ein Begriff, der aus der Vereinigungsphilosophie kommt, schaffen wir vom Paradies das Himmelreich. Und den Punkt möchte ich jetzt erklären. Was ist jetzt die angestammte Rolle des Menschen? Was wollte Gott vom Menschen? Hat Gott, dass die Menschen Ebenbilder sind, ganz genau, ganz genau. Kann Gott das Himmelreich schaffen? Eine provokante Frage. Es gibt Leute, die glauben an den allmächtigen Gott, ist ein Zauberer, der kann sowieso alles machen. Kann Gott das Himmelreich schaffen? Nein. Wen braucht er dazu? Partner. Ein Partner. Welchen Partner? Ebenbildlich. Das heißt, Gott hat die ganze Schöpfung gar nicht so angelegt, dass er alles vollendet. Sondern er hat die Schöpfung nur sozusagen rudimentär geschaffen und hat dann für den Menschen den Platz gelassen, dass er Mitschöpfer sein kann, weil wenn er das Bild Gottes ist, muss er Mitschöpfer auch sein können. Und wenn wir schauen, eines der ersten Dinge, was ist jetzt die angestammte Rolle des Menschen ist, er soll aus der, ich habe es jetzt einmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, aus der Natur, die wir haben, eine Kultur machen. Die macht nicht Gott. Die macht der Mensch. Und wir sehen, dass alles in dem angelegt ist. Wenn wir schauen, die ganze Ernährung, ja, hat Gott Apfelsorten gemacht? Na, Gott hat Wildäpfel geschaffen, oder? Soll jemand in einen Wildapfel reinbissen? Normalerweise ist der bitter und sauer zugleich, oder? Wer hat die Obstsorten gemacht? Eigentlich der Mensch, oder? Und Gott möchte, dass wir das tun. Auf die Art und Weise haben wir nämlich die Möglichkeit, Mitschöpfer zu werden. Ja. So. Gott hat in der Natur Töne geschaffen. Es gibt 12 Töne, die sich in Oktaven wiederholen, oder? Ich meine, die Vögel singen schön, aber das ist so ziemlich das Höchste, was es an Musik in der Natur gibt. Außer Hundebellen und was weiß ich nicht, was dann sonst noch alles gibt, oder? Bitte? Grillen. Grillen, ja, alle möglichen Dinge gibt es da, Donnergrollen, gibt es alles mögliche. Aber aus diesen Rudimenten, die Gott hier geschaffen hat, hat der Mensch unendlich viele Musikstücke gemacht, oder? Nicht nur in der westlichen Musik. Ich bin in Wien, da hat man oft, wenn man die Fenster offen hat im Sommer, geht es nicht anders. Da haben wir alle möglichen Dinge also im Ohr, oder? Das ganze Getreide. Der Mensch sollte da sein, um aus der Natur, die Gott ihm gegeben hat, Kultur zu machen. Und damit hat er seine Schöpferkraft. Dazu ist es aber auch notwendig, dass der Mensch im Sinne des Erfinders handelt, oder? Das heißt, ohne dass der Mensch diese Elemente in Gott kennt, kann er sich noch so sehr bemühen, es wird immer negative Nebenwirkungen haben. Wir haben eine große wissenschaftliche und technische Entwicklung hinter uns, oder? Mhm. Ist die nebenwirkungsfrei? Ja. Wir haben die Dampfmaschine erfunden, wir haben den Zinnmotor erfunden, Elektro. Aber das hat auch alles Nebenwirkungen, oder? Irgendwie haben wir den richtigen Zugang noch nicht gefunden. Ist Gott der Elektriker? Ja. Kann Gott mit elektrischen Kräften umgehen? Ja. Also wenn einer Donner und Blitz beherrschen kann, dann wird das gar nicht so. So, der Mensch soll äußerlich gesehen aus der Natur die Kultur machen. Und da haben wir Möglichkeiten und Kreativität Ende nie, oder? Was soll der Mensch aber jetzt innerlich machen? Innerlich hat Gott Einzelpersonen geschaffen, oder? Ein Adam, dann hat er gesehen, das ist nicht gut genug, er braucht noch ein Spiegelbild dazu und dann hat er aus dem Adam hat er die Eva gemacht. Er hat Einzelpersonen gemacht. Was ist die Aufgabe des Menschen?
diese Einzelpersonen jetzt wieder ganz zu machen, oder? Ja? Das heißt, den Punkt möchte ich jetzt erklären, Gott hat den Menschen ins Paradies gestellt und der Mensch soll aus dem Paradies das Himmelreich machen. Wie geht das? Wie geht das? Das erste ist einmal, der Weg dazu führt über das, was Gott in der Schöpfung überall angelegt hat, weil es ihm das große Bedürfnis war, nämlich, er wollte eine ewige Vermehrung von Liebe, Leben, Freude und Wert. Über Wert haben wir heute schon einiges gehört. Und wir sehen, das ist einmal eine ganz, ganz grundlegende Sache, auf die komme ich gleich zu sprechen. Das nächste ist, wenn das, was in Gott eins ist, was Gott geteilt geschaffen hat, wir kennen das ja, plus, minus, Yang und Yin, männlich und weiblich. Gibt es männlich und weiblich erst seit es den Menschen gibt, oder hat es das vorher auch schon gegeben? Vorher auch schon. In Gott. Nicht nur in Gott. Kirschbaum sind auch männlich und weiblich, oder? Das wäre eine interessante Frage, dann die Evolutionstheoretiker. Ja, das können Sie ja nicht beantworten. Ja? Aber auch Kirschbäume sind männlich und weiblich. Ja, da gibt es solche, die männlich und weiblich in einer Blüte haben, da gibt es solche, die männlich und weibliche Blüten an einem Baum haben, die Hasel zum Beispiel. Hat schon jemand einmal die weiblichen Blüten einer Hasel gesehen? Das sind so kleine rote Pinsel. Das sind die Würstel, das sind die männlichen Blüten und daneben sind ganz kleine rote Pinsel. Ja. Und die werden nicht von Bienen bestäubt, sondern vom Wind, weil jedes Würstel hat ja wahnsinnig viel Blütenstaub. Und irgendein Pinsel fängt das schon auf. Und dann gibt es Bäume, da gibt es männliche Bäume und weibliche Bäume. Ginkgo ist zum Beispiel so. Ja, da gibt es männliche Bäume und weibliche Bäume. Das heißt, männlich und weiblich, Plus und Minus, Yang und Yin, alle diese Partnerschaften dienen einer Sache, der Ganzwerdung. Der Ganzwerdung durch Partnerschaft, oder? Und das ist dann dieser Win-Win-Prozess. Wenn Partner in Liebe eins werden, gewinnen beide, oder? Das ist auch eine Aufwertung für beide. Das heißt, das ist auch eine Bereicherung für beide. Und darin liegt eigentlich das Gesetz des Wachstums. Kein Mensch kann erklären, was Wachstum ist. Ja? Kein Mensch kann erklären, was Leben ist. Haben wir jemand in der Wikipedia nachgeschaut, was dort steht über Leben? Leben ist das, steht drin, und Leben ist das, was Lebewesen gemeinsam haben und Nicht-Lebewesen nicht. Da haben wir ein Lebensministerium, da haben wir biologische Abteilungen in Universitäten seit Jahrhunderten, und das ist der Schluss. Du kannst was reinschreiben, ja? Vor 6 Jahren ist dann da drinnen gestanden, was von einem biologischen Lebensbegriff. Und dann haben sie es ganz schlau rausgekriegt, wenn wir einen biologischen Lebensbegriff verwenden, dann brauchen wir nur erklären, was die Funktionen des Lebens sind. Also, dass der Wachstum da ist, dass der Zellteilung da ist und so weiter. Aber das Leben brauchen wir nicht erklären. Und ich habe das bei einem Vortrag einmal gesagt in Wien, ich glaube, die Renate war sogar dabei, und da hat eine Dame drinnen gesessen und hat unterbrochen und gesagt, was in aller Welt ist ein biologischer Lebensbegriff? Hat gesagt, das ist ein weißer Schimmel. Wir sehen aber, dass diese Dinge gar nicht wirkliche Themen in der Wissenschaft sind. Was ist jetzt diese Achse der Vermehrung von Leben, von Liebe, Leben, Freude und Wert? Ist Liebe ein Thema in der Wissenschaft? Nein. Leben, das darf zu erklären, aber wissen Sie auch nicht, was zu erzählen. Freude in der Psychologie. Und Wert ist auch so ein Ding. Ja? Ich weiß, Sie haben im Botanischen Garten gearbeitet, dann haben Sie den Wert von Bäumen bestimmen müssen. Und da gibt es ein ganzes, großes, dickes Werk, Roloff, glaube ich, heißt der in Deutschland, der hat dann, was in der Welt, wie kann man einen Wert von einem Baum bestimmen? Nämlich einen monetaren Wert. Wenn einer einen Baum beschädigt, was muss er dann zahlen? Ja. Und dann ist er auch noch gekommen, ja, mit dem Holzwert
mit dem Wert, was er an Wasser verbraucht hat oder an Grund verbraucht hat, was er jetzt steuerlich und Grundsteuer und alles Mögliche ist. Und dann kommt ein ideeller Wert auch noch dazu. Ja, da ist Ende nie. So, Liebe, Leben, Freude und Wert. Das sind die Mittel, mit denen wir eigentlich das Leben erreichen. Wir wissen, dass Liebe existiert, oder? Leben existiert auch. Freude ist auch ganz was Wichtiges. Das Einigungsprinzip sagt sogar, der Schöpfungszweck ist Freude. Und Wert. Das ist eine dauernde Aufwertung, die kommt schon daher, dass die Aufwertung von Mann und Frau, die kriegen einen neuen Wert. Einen höheren Wert. Ja? Das heißt, Liebe, kann Liebe wachsen? Ja. Kann sich Liebe vermehren? Ja. Schon, oder? Kann Leben wachsen? In Form von Lebewesen. Ne? Kann sich Leben vermehren? Ja. Kann Freude wachsen? Kann sich Freude vermehren? Die Mutter Teresa hat einen Spruch, fällt mir da gerade ein, von der Mutter Teresa, die sagt, wir sollten sicherstellen, dass jemand nach einem Gespräch mit mir bereichert weitergeht. Aufwertung, oder? Aufwertung, neuer Wert. Gibt es irgendetwas, was alle diese vier Aspekte in der höchsten Form in sich vereinigt? Gibt es irgendwas? Oder ist Liebe das und Leben ist das und Freude ist das und Wert ist das? Der Mensch. Das Enkelkind. Oh! Gibt es was Kostbareres als ein Mensch? Ist ein BMW kostbarer als ein Mensch? Flug zum Mond ist kostbarer als ein Mensch? Deswegen ist Gott daran interessiert, Kinder zu schaffen. Ein Kind ist der allerhöchste Wert. Heute reden die Leute, wie man Zukunft schafft. Die einzigen, die Zukunft schaffen, sind Eltern, die Kinder schaffen. Wenn wir keine Kinder haben, gibt es in den nächsten Generationen keine Politik mehr, oder? Da gibt es in den nächsten Generationen keine Wirtschaft mehr. Die Wege werden zuwachsen. Ja, sonst gar nichts. Die einzigen, die Zukunft schaffen, sind Eltern, die Kinder schaffen. Warum? Weil sie da das machen, was Gott am meisten wollte. Kinder. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das Kind ist der Inbegriff all dieser Aspekte. Wollte Gott Religionen schaffen? Eigentlich nicht. Hoffentlich nicht. Gott ist in diese Trauerspiel hineingeraten. Durch den Menschen. Und da gibt es heute Leute, die sagen, ich will von Gott nichts wissen. Gott ist ein religiöses Wesen. Er hat sich seine Religion geschaffen, soll er schauen, wie er damit zurechtkommt. Ich brauche weder Gott noch Religion. Gibt es sowas? Alles Mögliche. Aber Gott hat Kinder als den Inbegriff dieser Aspekte geschaffen. Nicht das Christentum oder den Islam, nicht die Biologie oder die Mathematik und auch nicht die Philosophie und die Künste. Die können mit einem Kind nicht mithalten. Eine steile Aussage, aber es soll einmal jemand den Gegenbeweis haben. Und die Tatsache, dass ein Kind der Inbegriff von Leben, Liebe, Freude und Wert ist, zeigt, dass Gott nicht nur ein Gott der Religionen, sondern vor allem Eltern sein möchte. Was ist jetzt der Zweck der Erschaffung des Universums und des Menschen? Das ist die Erschaffung eigener Kinder. Aber nicht nur die Erschaffung eigener Kinder, sondern die Erschaffung eigener Kinder, die wieder Kinder zeugen können, oder? Das ist ein großer Unterschied. Wenn Gott nur einen Partner schaffen wollte, dann hätte er ja auch Kinder geschaffen und das wäre dann aus gewesen. Dann hätte er ja seinen Partner gehabt, oder? Aber so ist es ja nicht. So spielt das Leben ja gar nicht. Sondern er hat Kinder geschaffen, die wieder Kinder schaffen, oder? Und was können Sie auf diesem Weg machen?
Auf diesem Weg können Sie, wenn Sie auf der Schiene der Liebe gehen, können Sie wieder Eltern werden, oder? Was ist das Höchste, das Gott werden kann? Großeltern. Eltern. Rumsitzen. Ja. Wer kann Gott zu Großeltern machen? Wer kann mich zu Großeltern machen? Deine Kinder. Meine Kinder, oder? Und wenn meine Kinder mich zu Großeltern machen, dann bin ich Opa, oder? Ob ich will oder nicht. Stimmt das? Ja. Wenn sie mich nicht zu Großeltern machen, kann ich noch so sehr... Viele Leute, ich habe das früher nicht verstanden, aber in meinem Alter denkt man dann, dass die Kinder eigentlich mich zu Großeltern machen sollen. Und dieses Momentum, dieser Wunsch ist ein ganz, ganz glücklicher Wunsch. Und auf die Art und Weise können Kinder wieder Eltern werden und die höchste Liebe erlangen. Damit können sie zu Gott praktisch, wenn Gott Eltern ist, können sie mit Gott praktisch auf eine Ebene kommen. Also das heißt, wenn diese zentrale Linie hier, Gott wollte Kinder schaffen, dann sehen wir hier, er hat die Kinder geteilt, den Mann und Frau, damit sie diese Vereinigung und Aufwertung erleben können. Und das, was in Gott eins hier ist, das ist hier im Ebenbild sozusagen geteilt, aber geteilt mit einer Richtung. Geteilt, dass es dieses Einswerden-Erlebnis wieder hat. Ist das verständlich? Macht das Sinn? Ja. Und nicht nur in diese Richtung, sondern diese Kinder sollten dann wieder Abbild, Ebenbild sein. Und auf die Art und Weise macht Gott jedes einzelne Kind praktisch zum Mitschöpfer. Wie weit geht das? Endlos. Ich glaube, das ist ganz wesentlich auf diese Art und Weise, dass man das verstehen kann. Jedes Kind ist neues Leben, Substanz gewordene Liebe, oder? Das ist auch noch ein wichtiger Gedanke. Substanz gewordene Freude und Substanz gewordener Wert. Damit das aber geschehen kann, müssen die Kinder einen Reifungsprozess durchlaufen. Das heißt, damit Gott wieder gute Kinder schaffen kann, braucht er gereifte Persönlichkeiten auf der einen Seite, oder? Und auf der anderen Seite braucht er einen liebegereiften Meister über die Dinge, die überall, der Mensch muss ja auch mit der Umwelt umgehen. Wir brauchen Essen, wir brauchen Behausung, wir brauchen, Gott hat das alles so eingerichtet. Ich muss ein ganz bisschen schneller gehen. Das heißt, das Allerwesentlichste, das sind hier drei Stufen, das Prinzip nennt es die Gestaltungsstufe, die Entwicklungsstufe und die Veränderungsstufe. Das Allerwichtigste in der Selbstfindung ist, dass ich meine Identität finde. Wo liegt meine Identität? Die liegt in meinen Wurzeln. Und die letzte Wurzel ist in meinem Schöpfer. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich meine Identität als Kind Gottes finden kann. Ansonsten bin ich ewig auf der Suche. Das geht gar nicht anders. Die zweite Ebene ist, das ist jetzt meine Verantwortung, die Harmonisierung der Beziehung zwischen meinem Geist und meinem Körper, zwischen dem, was ich will und was ich tue. Das ist der zweite Punkt. Aber was ist das Ziel dieser Entwicklung? Ich habe da zwei hergestellt, das ist einmal für Mann und für Frau. Was ist das Ziel dieser Entwicklung? Ist es so, dass... Bitte? Die Einswerdung. Ich habe einmal, das war in Imst, und einen Vortrag gehalten, ganz einen öffentlichen Vortrag, da waren nur ganz wenige Mitglieder dabei, sonst war es ein öffentlicher Vortrag, über 50 Leute da, und da ist dann auch diese Frage aufgekommen. Und dann habe ich die Frage gestellt, bin ich als Johannes Stamm ein ganzer Mensch? Und ich dachte, ja, natürlich, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, okay. Angenommen, wünscht sich keiner, angenommen, es wäre jetzt eine globale Katastrophe. Und ich wäre die einzige Person, die übrig bleibt. Könnte sich aus mir wieder eine Menschheit entwickeln? Nein, ganz einfach. Bin ich ein ganzer Mensch? Gefällt mir was.
Die Grundeinheit der menschlichen Gesellschaft ist nicht das Individuum. Die Grundeinheit der menschlichen Gesellschaft ist dieses Grundkonstrukt von Familie. Und das Ziel von Mann und Frau ist diese Einheit. Und zwar diese Einheit nicht im Sinne von Egoismus. Ja, so heute ist es oft so, dass sich Leute gar nicht mehr trauen, die sagen, ohne Trauschein zusammenleben kann man auch noch. Ja, dann tut das Auseinandergehen nicht weh. Ja, das geht viel einfacher. Aber das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Gott wollte immer die Vereinigung von Plus und Minus, von Yang und Yin, von männlich und weiblich und von Mann und Frau. Wozu brauchen wir diese Vereinigung? Diese Vereinigung brauchen wir besonders bei Lebewesen deswegen, weil wir sonst aussterben, oder? Es hat einen österreichischen Philosophen gegeben, der hat gesagt, jetzt habe ich immer geglaubt, es gibt keine Steigerungsstufe von Tod mehr. Aber es gibt eine, hat er gesagt. Ausgestorben. Ja. Jedes Individuum muss sterben. So sind wir angelegt. Und das macht nichts, dass wir sterben müssen. Das ist einfach, dass wir dann weitergeben. Das ist dann der Nächste. Ist das verständlich? Diese Einheit ist eigentlich erst das Bild Gottes, wo Mann und Frau auch in sich eins sind. Und zwar in Harmonie eins sind. Und von da aus, das müsste man in einem anderen Vortrag dann noch genauer erklären, da kommt dann durch diese Einheit kommt die Elternschaft mehr oder weniger automatisch, wenn die Leute gesund sind, oder? Und dann lernt man hier eine Liebe, nämlich eine Elternliebe, eine sich verschenkende Elternliebe. Das bedeutet Mann, Frau, das ist Vater, Mutter, das ist Mensch, geistige Welt und physische Welt und das ist dann wieder Vater und Mutter, die sollten eigentlich Lehrer sein. Wenn wir diese Elternliebe haben, Mann und Frau, die in ihrer Einheit ganz geworden sind, eigentlich bräuchten wir in jedem Betrieb, wir bräuchten nicht eine Frauenquote, wir brauchen eine Elternquote in dem Betrieb. Und dann können wir natürlich auch die ganze Schöpfung, die Tierwelt mit einer elterlichen Liebe leben. Das wäre dann natürlich auch wichtig, Lehrer, wir geben ja dadurch, dass wir Kinder schaffen und so weiter, müssen wir die ganzen guten Erfahrungen auch weitergeben. Das werden dann wahre Lehrer und wahre Besitzer. Zusammenfassend hier ist, Zweck und Ziel des Lebens ist die Erfüllung aller drei Aspekte des sogenannten ursprünglichen Seins. Und auf den ersten Seiten der Bibel steht nicht nur, dass der Mensch das Bild Gottes ist, sondern da steht auch der Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat. Nämlich, da steht drinnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde und macht euch untertan, oder? Steht so ein bisschen so banal drinnen. Nur ganz kurz, seid fruchtbar bedeutet, bringt Früchte, oder? Und zwar jetzt ganz allgemein. Früchte im persönlichen Wachstum, Früchte im Lernen, Früchte im Beruf, Früchte in der Familie, oder? Das bedeutet, seid fruchtbar. Das nächste ist, also das Ziel dieser Früchte sollte sein, eben Harmonie, Erfolg, Entwicklung, Reife, aber auch Frieden. Was ist Frieden? Frieden ist nicht etwas, das ich ganz direkt anstreben kann. Es gibt Leute, die gehen auf die Straße und fordern Frieden. Geht das? Von wem kann ich Frieden fordern? Geht doch gar nicht, oder? Fordert ja schon. Ja, du kannst eigentlich gar nicht machen. Ja? Wie kommt Friede zustande? Friede ist eine Frucht. Und eine Frucht kann ich nie direkt anteilen. Angenommen ein Apfel. Wenn ich einen Apfel haben möchte, gehe ich dann in ein Labor und lasse mir einen Apfel machen. Geht das? Bringt kein Labor zusammen. Zumindest nicht um den Preis. Ja? Wenn ich einen Apfel haben möchte, darf ich mich nicht auf den Apfel konzentrieren, sondern ich muss mich worauf konzentrieren? Auf den Baum. Auf einen Baum.
den muss ich pflegen, den muss ich setzen, den muss ich haben, den muss ich pflegen, den muss ich gießen. Und wer macht dann den Apfel? Den mache gar nicht ich. Den macht der Baum. Das heißt, ein Leben in Harmonie wird automatisch Frieden hervorbringen. Oder? Was ist, wenn die Harmonie zerfällt? Was ist dann? Kein Frieden. Die Sache ist nicht Krieg oder Frieden, die Sache ist, wie lebe ich? Und das ist sozusagen die Kontrolle. Ja? Diese Frucht ist dann sozusagen die Kontrolle, ob ich richtig gelebt habe. Der zweite Teil, mehret euch und füllt die Erde. Und der dritte Teil ist dann, macht sie euch untertan. Aber das sollte mit elterlicher Liebe geschehen. Und deswegen hat das so eine Reihenfolge. So liegt das Vereinigungsprinzip, praktisch diese beiden Sätze ja ganz auf der ersten Seite der Bibel. Und dann ist das, was hier geschieht, sozusagen das, was Gott sich hier vorgestellt hat. Leute suchen heute nach allen möglichen Dingen, also nach Glück und Freude und nach allem. Ja? Aber das ist der Weg. Wenn da irgendwo eine wahre Liebe drinnen ist, dann wird es irgendwann Krach zum Krammel. Ich gehe jetzt drüber, damit ich zum zweiten Thema auch noch komme. Was sind die Dimensionen unseres menschlichen Lebens? Wir haben es heute schon gehört. Eigentlich die wirklichen Fragen sind, woher kommen wir und wohin gehen wir? So. Wir alle wissen, dass wir nicht ewig auf dieser Welt leben. Das soll es mal einen Kärntner Pfarrer gegeben haben, der sie gepredigt haben von der Kanzel. Alle müssen einmal sterben. Vielleicht auch ich. So, was ist? Gibt es ein ewiges Leben? Seit wann interessiert uns diese Frage? Seit wann interessiert die Menschheit diese Frage? Immer schon, oder? Eine Menschheit, die diese Frage nicht interessiert hat, die gibt es eigentlich gar nicht. Und selbst die Atheisten wissen, dass sie auch nur ein Glaubenssystem haben. Das hat mit Wissen nichts zu tun, das hat mit Beweisbarkeit nichts zu tun. Wie soll ich beweisen, dass es einen Gott, von dem ich sowieso glaube, dass es ihn nicht gibt, dass es ihn nicht geben kann? Wie gibt es das? Das gibt es gar nicht. Hat der Kant schon. Und da gibt es jetzt, ob es ein ewiges Leben gibt, da sagen die einen, ja, okay, ewiges Leben gibt es, das sind religiöse Menschen, spiritualistische Menschen, Schamanen, Leute, die Medien und so weiter, Spiritismus und auch Religionen natürlich. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, ein Leben nach dem Tod gibt es nicht, wenn wir sterben, da wird alles finster und dann ist aus und da geht alles und das war's. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Weiß jemand, was die dritte Gruppe ist? Die sagen, naja. Ja. Das kann man nicht beweisen. Ja? Und weiß jemand, wie so das Weltbild eines Agnostikers ausschaut? Unser Bundespräsident ist so einer. Ja? Dann habe ich schon gehört im Fernsehen, dass er das gesagt hat, er ist ein Agnostiker. Was ist die Religion der Agnostiker? Weiß das jemand? Eigentlich eine ganz wiffklingende Sache. Der sagt, okay, wissen kann ich nicht, ob es dann weitergeht oder nicht. Und deswegen, solange ich hier lebe, kümmere ich mich um das Leben hier. Und wenn ich dann gestorben bin und sehe, dass es weitergeht, dann kümmere ich mich um das Leben. Klingt logisch, oder? Ja. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Das kann auch gar nicht funktionieren. Warum? Wir versuchen, oder wir sind es gewohnt, die Wahrheit herauszufinden aus dem, was wir gegenwärtig wissen und aus der Vergangenheit, oder? So arbeitet die Wissenschaft, die arbeitet von hier nach zurück. Aber was ist das Wichtigste im Leben? Wir haben es heute schon gehört hier, mit der Umklang. Was war das?
Was ist das Ganze für einen Sinn, für ein Ziel, oder? Was ist die Vision von unserem Ziel? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, komme ich zwar überall an, aber das bringt nichts. Und ich kann aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit die Dinge weder wirklich umfassend erforschen, noch umfassend wirklich beschreiben. Ein Beispiel, ganz ein wesentliches Beispiel. Wenn ich das Weltbild habe, Schwangerschaft. Wir alle wissen, Schwangerschaft 40 Wochen, 9 Monate, oder? Wenn ich jetzt nur das Weltbild habe, Schwangerschaft, über die Schwangerschaft hinaus gibt es nichts, dann muss ich mich fragen, ja, was geschieht denn da in dieser Schwangerschaft überhaupt? Da entwickeln sich so Arme und Hände, braucht man die in der Schwangerschaft? Braucht die jemand in der Schwangerschaft? Nein. Brauchen wir Beine zum Herumlaufen? Kann man da herumlaufen drinnen? Flossenwandscheid, aber je größer das wird, desto weniger Platz wird da drinnen. Da nutzen die Flossen auch nichts. Oder? Da entwickeln sich Augen. Brauchen wir die während der Schwangerschaft? Nein. Ist ganz egal, in welche Richtung das sich dreht und die Augen aufmacht. Das wird immer finster sein, oder? Wenn ich jetzt nur das Weltbild Schwangerschaft habe, kann ich dann die Vorgänge in der Schwangerschaft erklären? Geht das? Ich kann Bücher schreiben drüber, oder? Das ist alles Fantasie. Oder? Wie kann ich das erklären? Erklären kann ich es nur, wenn ich es in Bezug bringe zum Leben nach der Geburt, oder? Und wenn ich dann, wenn das Kind geboren ist und ich merke, aha, das Neugeborene, das hat, da fällt der rechte Arm oder das ist blind, was ist dann? Kann ich dann sagen, okay, die Entwicklung, irgendwas ist da schiefgegangen, die Entwicklung für die Augen oder für den Arm, das ist in der Schwangerschaft, kann ich dann sagen, ja, schlupf nochmal rein dann, zwei Monate gib er dann auch, oder wie? Das geht nicht. Wir sehen, dass diese Entwicklung während der Schwangerschaft ganz klar zielgerichtet ist, oder? Und zwar auf ein Ziel nach der Geburt. Stimmt das? Und die Vorgänge, wenn ich nur mein Weltbild habe, das nicht weiter reicht, als wir von der Empfängnis bis zur Geburt, kann ich die wesentlichsten Dinge, die sich da abspülen, nicht einmal erklären. Es hat einen Jenseitsforscher gegeben, der hat gesagt, es ist total verwunderlich, dass sich die westliche Kulturmenschheit mit einem Leben zwischen Geburt und Tod zufrieden gibt. Ja? Kein Naturvolk wäre damit zufrieden, oder? Das ist eine ganz wesentliche Sache. Wir müssen größer denken. Sinn und Ziel der Schwangerschaft. Schwangerschaft hat ein ganz klares Ziel, oder? Was ist das Ziel der Schwangerschaft? Ewig da drin bleibt? Die Geburt ist das Ziel der Schwangerschaft. Notgedrungen. Das ist die Vorbereitung auf das Leben nach der Geburt. Und wenn alles gut vorbereitet ist, dann ist alles okay, dann war das eine erfolgreiche Schwangerschaft. Wir sind jetzt bei den Dimensionen des menschlichen Lebens. Das ist ein Spruch, den ich auf meiner Seite gepostet habe. Beim Erdenleben ist es im Prinzip ganz genauso. Unser Erdenleben verstehen zu wollen, ohne es in Bezug zum Leben nach dem Tod zu bringen, ist wie die Entwicklung der Arme, Beine und Augen während der Schwangerschaft verstehen zu wollen, ohne sie in Bezug zum Leben nach der Geburt zu bringen. Das heißt, es ist eine ganz, ganz wesentliche Sache, was ist das Ziel des Lebens? Das Ziel des Lebens ist unser ewiges Leben. Oder? Und wenn wir diesen Zielpunkt nicht haben, dann haben wir keine Ausrichtung, dann brauchen wir am Stand durch, wie viele Möglichkeiten gibt es, irgendwas falsch zu machen. Unendlich, oder? Ja.
Sachen richtig zu machen, da gibt es schon viel, viel weniger Möglichkeiten. Und das ist nicht neu, das ist überhaupt nicht neu. Ich weiß nicht, ob jemand Karl Ludwig Schleich kennt, ein deutscher Arzt, das ist der Mann, der die Lokalanästhesie erfunden hat. Der war auch Schriftsteller und der hat gewusst, wie man mit Worten umgeht und der hat das ein bisschen noch deftiger ausgedrückt. Das ist ja eher neutral. Das ist ein Ausspruch von ihm, der sagt, ohne ein Leben nach dem Sterben bleibt dieses Leben ein fantastisches Chaos, oder? Sagen wir mal, die Welt ist ein Chaos. Aber fantastisch ist es auch, oder? Die Blumenwelt, die Tierwelt, was weiß ich, ebenfalls. Ja? Und er schreibt dann noch weiter, die Erde bleibt ein unbegreifliches Massengrab. Alle Lebewesen müssen sterben, oder? Und unser Geborensein ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe gesetzt ist. Verstanden werden kann das Leben nur im Lichte der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob jeder den Mut hätte, das als Lebender heute so zu formulieren, aber ist eine ziemlich klare Angelegenheit, oder? Das ist ein Bild, das heißt, solange wir vom Leben nach dem Tod nichts wissen, können wir unser Leben gar nicht erklären. Wir können tausende Universitäten füllen, wir können Bibliotheken füllen, das schon. Aber weiß ein Wissenschaftler, ob das, was er weiß, wahr ist? Das ist eine große Frage. Was ist das Element, das alles Leben miteinander verbindet? Das sollte eigentlich die Liebe sein. Die Liebe ist das Element, das alle Lebensbereiche miteinander verbindet. Deswegen lernen die Religionen auch Liebe, oder? Die Gottesliebe wird meistens vergessen, aber Jesus hat diese 640 jüdischen Gesetze und die 10 Gebote auf die Gottesliebe und die Nächstenliebe nicht reduziert, sondern mit denen zusammengefasst und damit natürlich mehr Verantwortung jedem Einzelnen gegeben wird. Ja? Jesus ist nicht der Einzige. Wilhelm Busch kennen wir auch, oder? Er hat ein hartes Urteil getroffen. Er hat gesagt, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir mit also gelebt haben, nur dort, wo wir geliebt haben. Wilhelm Busch ist ja bekannt, das ist ein bisschen humoristisch darzustellen. Ein amerikanischer Fiktionsschreiber hat auch gesagt, auf dein Leben zurückblickend wirst du erkennen, dass die Antwort auf alles Liebe war. Ich glaube, das sind sehr große Erkenntnisse. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe ist und aus Liebe, mit Liebe und für die Liebe geschaffen hat. Und wenn das jemand nicht versteht, dann versteht er die Welt nicht, dann versteht er die Menschheit nicht, dann versteht er die Familie nicht, in Wirklichkeit versteht er gar nichts. Die Menge macht es nicht. So, wir können hier reden von drei großen Bereichen. Das ist der Bereich im Mutterleib, umgeben von Wasser. Der Bereich des Erdenlebens, umgeben von der Luft. Und wir arbeiten ja auch, also ich stehe auf dem Boden, wir atmen die Luft. Ein isoliertes Wesen gibt es nicht. Ja, wir sind immer abhängig. Und das wäre dann, hier sollten wir die Liebe lernen. Und dann in der nächsten Welt sollten wir die Freiheit, dort atmen wir Liebe. Die Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, dort atmen wir Liebe. Und wenn wir Hass hier geübt haben, dann können wir nur Hass mit hinbringen. Wir können uns dort nicht bewegen. Worum geht's? Es geht nicht nur darum, dass da ein Mensch, die Frucht, der Körper seiner Eltern ist, sondern in erster Linie, und das wird heute nicht verstanden oder wird ausgeblendet, in Wirklichkeit sollten wir aus Liebe gezeugt worden sein, oder? Die Frage ist es eines Menschen würdig, in einem One-Night-Stand gezeugt zu werden von Eltern, die gar keine Eltern sein wollen? Wenn wir über die Menschenwürde reden, müssen wir von vorne anfangen. Was ist eine menschenwürdige Zeugung? Was ist eine menschenwürdige Schwangerschaft? Ist es eines Menschen würdig, dass die werdenden Eltern sich über eine Abtreibung unterhalten oder sogar dann eine große emotionale
Kämpfe austragen. Eigentlich ist der Mensch zuerst die Frucht der Liebe und dann erst die Frucht des Körpers. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe ist und weil er Liebe verwirklichen wollte. Diese Linie, das ist die Achse des Lebens. In einem anderen Vortrag habe ich das genauer ausgearbeitet. Was ist Leben? Wir haben heute schon gesagt, dass die Wissenschaft das nicht weiß. Leben ist in biologische Formen gegossene Liebe. Wir können das mit der Zellteilung, mit all diesen Dingen machen. Ja? Wie vermehrt sich Liebe? Liebe vermehrt sich, indem sie geteilt wird, oder? Wie vermehrt sich Leben? Indem sich die Zellen teilen, oder? Wachstum. Und das geht dann noch weiter. Ja? Aber das wäre eine wichtige Sache. Die Zeit unseres Erdenlebens haben wir da, um Liebe lernen und verkörpern zu können. Wir sollten Liebe lernen. Das ist auch das, was wir mitnehmen. Und dann sollten wir Liebe atmen und Liebe leben. Das heißt, wir haben zwei Geburten. Die eine Geburt ist vom Mutterleib in diese Welt. Jeder Geburt geht eine Schwangerschaft voran. Und die Schwangerschaft ist genau die Vorbereitung auf das Leben nach der Geburt. Stimmt das? Wenn jetzt das Erdenleben sozusagen die Vorbereitung auf das Leben danach ist, dann ist das Erdenleben auch so etwas wie eine Schwangerschaft. Die Erdenleben-Schwangerschaft. Und da sollten wir uns vorbereiten auf das Leben nach der Geburt, oder? Eigentlich sollten wir uns so gut auf unser Leben nach dem Tod vorbereiten, wie sich ein Fötus auf das Leben nach der Geburt vorbereitet. Hier haben wir ganz, ganz große Schwierigkeiten. Ja? François Mitterrand, bevor er gestorben ist, hat einen Journalist folgende Frage gestellt. Und gesagt, Journalisten fragen den todkranken französischen Staatspräsidenten, ob er Angst vor dem Sterben habe. Was glaubt, was er gesagt hat? Kann sich jemand vorstellen, was er gesagt hat? Er hat gesagt, nein, ich habe keine Angst. Was mich aber nervt, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie es nachher weitergeht. So, ich glaube, dass wir aus dem Sumpf, in dem wir uns momentan bewegen, mit all dem, was heute an Werten durch die Gegend schwirrt und aufgezwungen werden soll und so weiter, erst herauskommen, wenn wir eine Vertikale haben, wenn wir wissen, was ist danach. Was glaubt ihr? Wie real ist das ewige Leben? Ist das realer als das physische Leben? Wenn wir die ganze Ewigkeit dort leben sollen, und zwar glücklich leben sollen, nicht als Eingefrorener irgendwo, der nichts tut, ja? Dann muss das noch viel realer sein als die physische Welt, wo alles vergänglich ist. Vergeht doch alles hier. So, mit diesem Gedanken sollten wir uns beschäftigen. Ich habe nur mit drei Folien und möchte nur ganz kurz Ideen vorstellen. Die Existenz einer ewigen Welt ist eigentlich viel glaubhafter belegt als eine sinn- und ziellose Weltentstehung aus einem Nichts heraus. Ich habe hier nur ein paar Vertreter von diesen Büchern hergenommen. Und ich bin überzeugt davon, wenn man nur ein einziges davon liest, eines kann man nie wieder vergessen, dass wir ewig gewesen sind. Damit hat unser Leben ein Ziel. Genauso wie eine Schwangerschaft ein klares Ziel hat. Und eines muss ich sagen, heute wird von Bildung gesprochen, oder? Und wir brauchen tatsächlich ein neues Bildungssystem. Ganz, ganz dringend. Aber nicht Gender. Wir brauchen ein Bildungssystem, wir brauchen eine neue Welle der Aufklärung, nämlich der Aufklärung, dass wir ewig gewesen sind. Die erste Aufklärung war Französische Revolution, Rousseau und so weiter. Ja. Zweite Aufklärung, das war die Aufklärung, die sexuelle Aufklärung in den 70er Jahren, 80er Jahren.
Textkoffer und so weiter. Und heute brauchen wir eine neue Ebene der Aufklärung, dass wir ewige Wesen sind. Für viele Leute ist das ganz komisch. Und ich möchte, wenn es mir gestattet ist, noch eine kurze Geschichte vorlesen. Ich habe sie in mein Buch hineingenommen. Einige kennen sie auch schon. Aber es geht da für viele Leute, sagt man, da passt noch nichts dran hoch und so weiter. Das ist alles so unrealistisch. Das ist eine Geschichte, die ich im Internet gefunden habe. Es sind zwei Seiten da geschwind zum Vorlesen, das dauert nicht lang. Und die heißt: Zwillinge im Mutterleib unterhalten sich, ob es ein Leben nach der Geburt gibt. Kennt die Geschichte jemand? Mhm. Wer kennt sie noch nicht? Das ist dann schon der Schluss meiner Ansprache. Es geht folgendermaßen. Im Mutterleib wuchsen Zwillinge heran. Und in dem Maße, wie ihr Bewusstsein, stieg auch ihre Freude. Ist es nicht wunderbar, dass wir leben, sagte der eine eines Tages zum anderen. Oh ja, meinte der Angesprochene und planschte ein wenig mit seinen kleinen Händchen durch das Wasser, in dem sie schwammen, sodass es keine Wellen schlug. Die Zwillinge begannen im Lauf der Zeit, ihre Welt zu entdecken. Dabei fanden sie auch die Schnur, die sie mit ihrer Mutter verband und ihnen Nahrung gab. Beglückt sagten sie, wie groß ist doch die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Und so vergingen die Wochen und sie bemerkten, wie sie sich veränderten. Was bedeutet es, dass wir uns im Laufe der Zeit so verändern, fragte der eine den anderen. Der antwortete, das bedeutet, dass unser Aufenthalt hier in dieser Welt bald zu Ende geht. Aber ich will doch gar nicht gehen, entgegnete der Zweite und fügte hinzu, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns dann erwartet. Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher heller sein als hier und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn, herumlaufen, das geht doch hier schon gar nicht. Und mit dem Mund essen, was für eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt und die ist ja jetzt schon zu kurz zum Herumlaufen. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Wir werden die Lebensschnur verlieren. Wie aber sollen wir ohne diese Lebensschnur leben? Vielleicht haben andere schon vor uns diesen Mutterschoß verlassen. Doch keiner von ihnen ist je zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende, da bin ich mir ganz sicher. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, danach ist alles Dunkel und Quälerei. Und so fiel der eine, der pessimistischere von beiden, in einen tiefen Kummer und sagte, wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Mutterschoß? Es ist sinnlos. Vielleicht gibt es gar keine Mutter. Aber sie muss doch existieren, protestierte der andere. Wie sollen wir sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben? Auch wenn ich es nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter? Sag mir, hast du sie je deine Mutter gesehen? Fragte der Erste. Möglicherweise lebt sie nur in unserer Vorstellung und wir haben sie uns bloß ausgedacht, damit wir unser Leben dann besser verstehen können. Wo ist sie denn bitte, die Mutter? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie und ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere Welt streicht.
Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großen Ängsten. Schließlich kam der Moment der Geburt. Und als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Danke schön.